In einem Kräuterbeet kann man sich aromatische Pflanzen, die essbar sind, anpflanzen, die aber auch eine Wirkung noch haben. Also sie verursachen in unserem Körper immer ja, eine gesundheitliche Verbesserung oder können auch gewisse Leiden oder Schmerzen lindern. Und man kann da einfach ganz viele Dinge miteinander verknüpfen, den guten Geschmack, die gesundheitliche Wirkung, was fürs Auge und natürlich auch, was für unsere Insekten bieten. Jeder kann sich das anpflanzen, was er gerne mag. Nur so macht es Sinn, denn nur wenn ich Kräuter in meinem Kräuterbeet habe, die ich auch gerne in der Küche verwende, dann macht es ja auch Sinn. Und wenn ich gerne Petersilie mag oder wenn ich gerne Pimpinelle mag oder Ysop zum Braten, dann sollte ich diese Sachen in meinem Kräuterbeet einfach anbauen und dann kann ich sie jederzeit auch nutzen. Kräuter sind generell sehr ja, gut verträglich miteinander und nicht empfindlich. Nur Kräuter haben verschiedene Ansprüche an den Boden. Es gibt also Kräuter, die aus dem Süden kommen, die auch den trockenen und wenig nährstoffreichen Boden lieben, wie zum Beispiel Thymian oder Rosmarin. Die mögen es eben eher trocken. Es gibt aber auch Kräuter, die eben einen humosen Boden brauchen oder einen feuchten Boden. Zum Beispiel Zitronenmelisse wäre sowas oder auch der Estragon mag es eher ein bisschen feuchter und mehr Humus im Boden, bis hin zur Brunnenkresse, die eigentlich schon fast ja, im Wasser auch wachsen kann. Jetzt so Ende März, Anfang April, wenn die starken Nachtfröste nachlassen, ist also Zeit, dass man sich um sein Kräuterbeet kümmert. Man kann den Winter über entweder die Kräuter stehen lassen und kann sie dann im Frühjahr erst abschneiden. Man kann aber auch schon im Herbst, wenn man es aberntet, möglichst viel von den Kräutern wegnehmen und kann ihnen dann einen Winterschutz geben. Das ist immer so die Frage, wie sehe ich das als Gärtner gerne? Habe ich gern den aufgeräumten Garten im Winter? Oder ist es mir egal, wenn da noch ja, dürre Stängel stehen? Jetzt treibt der Stock von unten wieder neu aus und jetzt kann man feststellen, ja, ist was da, treibt noch was oder ist die Pflanze ausgewintert? Wir hatten heuer ja teilweise mal 20 Grad minus über längere Zeit. Und da kann es natürlich passieren, dass an nicht geschützten Stellen das ein oder andere Kraut ausgeblieben ist. Das kann man jetzt kontrollieren und kann sich dann im Fachhandel oder manchmal auch bei der Nachbarin eine neue Pflanze holen, dieser Sorte, die man gern wieder hätte, und kann sie dann neu pflanzen. Wichtig ist noch zu wissen, dass es Kräuter gibt, die unheimlich wuchern, zum Beispiel die ganzen Minzesorten. Die würde ich immer in einen extra Kübel pflanzen und nicht wild in meinem Garten. Versuchen Sie möglichst im Kräuterbeet Steine mit unterzubringen. Steine speichern nämlich das Sonnenlicht und dadurch die Wärme, geben die nachts wieder ab, auch wenn es dann noch kühl ist, jetzt im Frühjahr oder im Herbst schon wieder kühler wird. Das hilft Ihren Kräutern, dass sie einfach besser wachsen und gesünder bleiben. Ja, so ein Kräuterbeet. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, die Kräuterspirale angelegt. Wir hatten die Kräuter mit Rittsteinen. Jetzt bin ich auf meine Rundsteine gekommen, wo ich jedes Kraut gut im Griff habe für mich so. Das war jetzt dann so der vierte Versuch und jetzt bin ich endlich am Ziel angelangt, fühle mich eigentlich immer gut. Und das macht einfach Spaß jetzt zu sehen, was jetzt hier wieder rausschiebt, was wächst und wenn man sich dann vorstellt, wo man diese Kräuter wieder alle unterbringen kann. Es gibt ja die tollsten Rezepte, die man mit Kräutern machen kann und manchmal ist es auch sehr, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, was hier so zusammenpasst, aber es ist einfach ja, jedes Mal wieder phänomenal, diesen ersten frischen Duft, wenn man das Blättchen so aneinander reibt und dann ja, riecht es nach Minze oder dann riecht es nach Melisse oder ja, der Salbei duftet. Also es ist einfach immer wieder sehr verlockend, die Kräuter wachsen zu sehen und man freut sich eigentlich drauf, was man alles damit machen kann. Und ich freue mich natürlich auch, dass sie mir viele Insekten in meinen Garten anziehen, die es summt und brummt um dieses Kräuterbeet den ganzen Sommer, sodass das nebenstehende Insektenhotel manchmal gar nicht besucht wird, weil es den Insekten besser in meinem Kräutergarten gefällt. Ja, wir haben das letzte Mal Bärlauchpesto in der Küche verwendet. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man das Bärlauchpesto auch zubereitet. Ich habe dazu Bärlauch gesammelt. Habe ihn gewaschen und habe ihn in der Salatschleuder trocken geschleudert, denn es ist wichtig beim Bärlauchpesto, dass da kein Wasser drinnen ist, sonst verdirbt es sehr leicht. Es geht auch mit dem Pürierstab, wenn Sie ihn zu Hause haben. In unserem Rezept steht 50 Gramm Bärlauch. Ich gebe jetzt hier mal den Bärlauch rein, dass es 50 Gramm sind. Ich schneide ihn auch gar nicht vor,
das schafft der Pürierstab, dass er den klein macht. So haben wir 50 Gramm. Wichtig ist jetzt, dass man gleich von Anfang an Öl dazu gibt. Es wird also der Bärlauch mit dem Öl zusammen püriert. Erst später kommen dann die übrigen Zutaten dazu. Man kann es hier nochmal abwiegen, aber Sie können einfach ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe den Pürierstab eingesteckt und Sie sehen es hier in dem Becher. Es geht dann relativ schnell. Wenn Sie schon mal so grob zerkleinert sind, dann können wir noch ein bisschen Öl reintun und die anderen Zutaten. Als andere Zutaten empfehlen wir immer einen Hartkäse. Ich habe jetzt hier einen extra alten Bergkäse. Den reibe ich aber vor, wenn ich es mit dem Pürierstab mache. Mit so einer kleinen Raspel. Da kann man hier den Bergkäse so dann in Flocken machen. Dann geht es nämlich mit dem Pürierstab sehr gut. Ich gebe ungefähr 4 Esslöffel von dem würzigen Käse dazu. Wie gesagt, Sie können, wenn Sie Parmesan gern mögen, auch hier einen Parmesan nehmen. Aber ich mag gern den heimischen Käse dazu. Und ich habe auch noch vorbereitet hier Walnüsse. Die sind aus dem vergangenen Herbst. Es rentiert sich immer, wenn Sie einen Walnussbaum haben oder wenn Sie Walnüsse bekommen, dass Sie die aus der Schale nehmen und dass Sie die in Beutel eingefrieren. Nüsse haben sehr viel Öl, das wird sehr schnell ranzig. Darum sollte man sie dann eingefrieren, das hält den Verderb auf. Ich gebe jetzt hier noch von den Walnüssen dazu, von den geriebenen. Ich gebe noch ein bisschen Öl dazu. Pürieren nochmal und dann müssten wir eigentlich unser Bärlauchpesto schon fertig haben. Wie lange Sie hier pürieren, das hängt natürlich davon ab, wie fein Sie das Pesto haben wollen. Und Sie sehen hier ohne große Hexerei, auch einfach nur mit einem Pürierstab, ist es gelungen, dass man ruckzuck ein wunderbares Bärlauchpesto gemacht hat. Schmeckt wunderbar, einfach nur Nudeln kochen und dann unter die heißen abgeschreckten Nudeln nur das Pesto drunter. Ist ein Gedicht jetzt im Frühjahr. Ich fülle das gleich noch in ein Glas ab. Die Gläser fürs Pesto am besten immer auskochen, dass wirklich keine Keime drinnen sind. Das ist ja sehr empfindlich. Und ich stelle sie dann immer noch zum Trocknen bei 150 Grad in den Backofen rein. Dann sind auch keine Wasserreste mehr drinnen. Und auch die Deckel sind ordentlich trocken. Und es ist eigentlich fast nochmal wie desinfiziert mit der 150 Grad Wärme. Dann lässt man sie wieder abkühlen und dann kann man das Pesto einfüllen. Und dann kann man sicher sein, dass man keine Keime mit drinnen hat und die wertvollen Inhaltsstoffe auch erhalten bleiben. So, ich nehme immer extra kleinere Gläser, nicht die großen, denn das Pesto verdirbt ja auch sehr schnell. Sie können es jetzt hier so im Kühlschrank so ungefähr 14 Tage aufbewahren. Wenn Sie es länger aufbewahren wollen, würde ich Ihnen empfehlen, dass es eingefrieren. Man kann also diese Gläser, so wie sie sind, auch eingefrieren. Und Sie sollten darauf achten, dass Sie oben nochmal eine Schicht Öl drauf geben, dass es wirklich luftdicht abgeschlossen ist. Und so haben Sie ein super Bärlauchpesto mit heimischen Zutaten, Ihre eigenen Nüsse mit untergebracht, vielleicht den Käse noch bei uns aus dem Landkreis mit untergebracht. Ein tolles, würziges Geschenk und ein guter Gruß aus der Küche und immer gut zu essen. Und wie gesagt, wenn Sie es in Gläser abfüllen, dann verschließen und in die Gefriertruhe stellen, dann können Sie es nach Bedarf herausnehmen und Sie haben das ganze Jahr über frisches Bärlauchpesto. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachmachen und guten Appetit.